Mark Mitchell von den Vereinigten Staaten aus Amerika. Sein Landsmann Scott Davis, der amerikanische Meister, war zuvor nur mit Problemen durch das Technikprogramm gekommen. Die ganzen amerikanischen Hoffnungen lagen jetzt auf ihm, dem fünften der letzten Weltmeisterschaften, dem zweiten der amerikanischen Titelkämpfe. Und schauen Sie ihm zu, schauen Sie ihm auf den Schlittschuh. Keiner gleitet so schön wie er. Es scheint fast, als schwebe er über das glatte Parkett. Natürlich, wie alle Spitzenläufer, plant auch er den Achseldreifach am Anfang. Und sehen Sie zu, was er macht. Da hat er fast Probleme. Jeder andere normale Läufer hätte hier einen Zwischenschritt gemacht. Und was macht er? Er haut noch einen Doppeltulip dahinter. Damit also keine Abzüge für ihn. Ausschritten jetzt. Wie vorgeschrieben, wunderschön dreifacher Rittberger. Mark Mitchell, er hat es geschafft, seine Andeutung, und bedankt sich bei seinen Fans. 3000 waren es an diesem Nachmittag beim Technikprogramm der Herren. Viele amerikanische, aber auch kanadische Fans hier nach Prag gereist. Alle flogen sie aus Amerika über Frankfurt in die tschechische Hauptstadt. Nochmal der dreifache Achsel. Da sehen Sie, welche Probleme er hat. Und jeder normale hätte jetzt weitergehört. Aber er hat es geschafft. Hier der dreifache Rittberger aus Kürelementen ausschreiten. Ganz locker, leicht, ohne viel ins Knie zu gehen und auszuholen, gesprungen. Noten in der A-Note 5,4 bis 5,8 aus Russland. Also man hat ihm kleine Abzüge gegeben für die Kombination, für den dreifachen Achsel mit dem verwackelten Doppelton. Was zeigt die B-Note? Er hat die 6 gesehen und der Freudenschrei ins Ohr der Trainerin. 6,0. Verdientermaßen
Vereinen, der gleiten, der schweben, der Eis zum Schmelzen bringen kann mit seinen dünnen Kufen.